Ich bin Sarah, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite hier bei ZDB als Softwareentwicklerin. Bevor ich hier angefangen habe, habe ich meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht. Und da war es natürlich super, dass ich das, was ich in der Uni gelernt habe, auch sofort in der Praxis benutzen kann. Bei ZDB haben wir vor allem Banken oder Finanzdienstleister als Kunden, also doch schon etwas trockener und sehr viel mit Daten und wenig anfassbare Ergebnisse. Zu meinen Aufgaben gehört vor allem die Entwicklung von Tools für Datenbanken. Das heißt, ich schreibe Programme, mit deren Hilfe Unternehmen die Daten aus verschiedenen Datenbanken am Ende des Tages zusammentragen können. Und wenn ich nicht am Entwickeln bin, dann teste ich die Anwendung meiner Kollegen oder bin konzeptionell unterwegs, sitze in Meetings, gebe Schulungen und ab und zu habe ich auch Kontakt zu Kunden. Wenn man mich damals nach dem Abi gefragt hätte, wo ich lande, hätte ich nie gedacht, dass ich in der IT und vor allem nicht in der Entwicklung lande. Und ich glaube, ich würde anderen Mädels raten, traut euch. Man überschätzt Programmieren total und das ist keine große Kunst und das kann jeder lernen. Ich sehe jede Menge Chancen für junge Frauen in der IT-Welt. Die Welt wird immer digitaler und es gibt immer mehr Jobs, wo Programmieren oder überhaupt IT-Kenntnisse super wichtig sind und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Lebenslanges Lernen ist gerade ein super Stichwort für mich, weil ich einfach dadurch, dass ich den Master jetzt nochmal drangehängt habe, obwohl ich schon gearbeitet habe, jetzt so ein bisschen versuchen muss, das alles unter einen Hut zu kriegen. In meiner Freizeit sitze ich jetzt ganz oft abends noch am Laptop und muss ein bisschen was für die Uni nacharbeiten und montags habe ich dann halt meinen Arbeitstag, wo ich hier im Büro dann einfach ankomme und die Uni mal Uni sein lasse. Ich hoffe, dass ich nach dem Studium hier wieder ganz komplett anfangen kann. Aber selbst wenn mir das irgendwann nicht mehr gefällt, dann schaue ich mir halt was anderes an. Ich glaube, mit dem Studium Wirtschaftsinformatik habe ich einen guten Grundstein dafür gelegt, in alle möglichen Richtungen nochmal reinschnuppern zu können.